Heute stellen wir wieder zwei Fundkatzen vor, die erkannt und schnell wieder in ihre Reviere abgeholt werden sollten. Zunächst geht es um ein ungefähr 7 bis 8 Monate altes Katerchen. Es ist, wie in unserem Video zu sehen, sehr schön rot-weiß getigert. Das Katerchen wurde am 30. August gegen Mittag in Gotha in der Lasalle-Straße gefunden. Es ist gepflegt und sehr menschenbezogen. Der aufgeweckte Katzenteenager will so gern spielen und seine Umwelt erkunden, doch derzeit stößt er nur an Gitter, die ihm seine Grenzen zeigen. Sollte sich für den Jüngling niemand melden, braucht er ganz schnell neue Menschen, die ihm ein artgerechtes, schönes Katzenzuhause geben. Das Katerchen versteht sich auch gut mit seinen Artgenossen. Weiter geht es mit einer ganz lieben, aber sehr verängstigten schwarzen Katze. Sie wurde in Ortruf in der Goldbergstraße gefunden. Längere Zeit streunte sie in dieser Gegend umher und wollte immer wieder mit ins Haus der Finderin. In der Archinoa wurde sie auf ungefähr 6 bis 7 Jahre geschätzt. In der Quarantäne, wo sie sich gegenwärtig befindet, leidet das Morle sehr. Verängstigt sitzt es in einer Ecke und verweigert jegliche Nahrung. Wenn es so weitergeht, wird das Miezchen noch krank vor Angst und Sehnsucht nach der gewohnten Freiheit, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes. Das Morle hat wahrscheinlich sehr engen Kontakt zu Menschen und leidet jetzt so allein. Von den Mitarbeitern lässt es sich nehmen und streicheln und genießt es auch, aber wenn die Menschen den Raum verlassen, verkriecht es sich immer in einer Ecke und leidet unter der Einsamkeit. Auch für das Morle gilt natürlich, wenn sich die Besitzer nicht melden, sucht es schnellstens neue Katzenfreunde, die ihm wieder Sicherheit und Schmuseeinheiten geben können.